ich bin's, Kim Lian. Und ich mache meinem verrückte Katzenfrau-Image wieder mal alle Ehre hier. Willkommen zu einem neuen Follow My Week Vlog. Ich nehme dich wieder durch ein paar Tage mit. Ich bin gerade eigentlich am Sprung schon nach Deutschland. Ich bin nämlich von Kneipp eingeladen zu einem Blogger-Event, wo auch ganz viele andere liebe Mädels kommen werden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und im Zuge dessen habe ich vorher noch einen ganzen Tag in München, wo ich noch nicht so recht weiß, was ich machen werde. Aber ich werde einfach so ein Date mit mir selbst dann haben an diesem Tag. Ich hoffe, es wird interessant. Also ja, starten wir einfach mal los. Die Flugzeit nach München wurde heute mit ca. 40 Minuten berechnet und gemeinsam mit der heutigen Kabinenbesatzung bin ich für Wohlbefinden und Ihre Sicherheit an Bord verantwortlich. Meine Damen und Herren, wir wünschen jetzt schon einen recht angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Hallöchen Freunde, ich bin angekommen in München. Ich habe euch ja nach Tipps gefragt auf Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook und ganz viele bekommen. Sprich, ich werde diesen einen Tag, den ich jetzt heute hier habe, voll nach euren Vorschlägen gestalten und bin gespannt, wo ihr mich so hinschickt. Boah Leute, es war mega gut, kann ich echt empfehlen. Ich werde zu Hause mal gleich Acai-Bowl-Rezepte raussuchen und gehe jetzt zur Jean-Paul Gaultier-Ausstellung. Er ist ein Modedesigner und deshalb bin ich da auch sehr gespannt, was der so zu bieten hat. Hallo, willkommen. Ich bin Jean-Paul Gaultier. Enjoy the show. Ich mache mich jetzt auf zum nächsten Museum. Hunger habe ich noch keinen, eigentlich wollte ich jetzt eine kleine Pause zum Essen einlegen. Aber ja, damit lasse ich mir noch Zeit. Und jetzt gehe ich ins Museum Brandhorst. Da ist eine Andy Warhol Ausstellung und ich bin mega der Fan. Ich habe da Abitur gemacht mit dem Spezialgebiet bzw. Matura. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, man darf dort filmen. Super interessant war es, aber ja, wie befürchtet, konnte ich leider nicht filmen. Ich gehe zu Hans im Glück, wurde mir auch sehr, sehr oft empfohlen. Jetzt bin ich mal so richtig voll gefressen. Vielen lieben Dank an jeden, die mir Empfehlungen geschrieben haben. Ich hatte einen super schönen Tag in München. Ich habe mir jetzt, trotzdem ich so voll gefressen bin, aus Angst doch verhungern zu können, noch was gekauft. Und zwar einmal hier Studentenfutter. Dann, damit ich nicht einschlafe, ich habe nämlich eine dreistündige Autofahrt vor mir, habe ich auch noch einen Kaffee mir geholt. Eine große Flasche Wasser und hier habe ich noch Kaugummi. Big Red habe ich seit 100 Jahren nicht mehr gegessen. Ja, ich muss schauen, dass ich jetzt die Fahrt irgendwie durchstehe, aber mit dem Kaffee wird das schon. Ich werde wahrscheinlich dann einfach nur ins Bett fallen und einschlafen. Ich muss nämlich morgen wieder früh raus.
Und deshalb verabschiede ich mich an dieser Stelle und wir sehen uns morgen früh wieder. Noch mal zugreifen. Oh, das nehme ich dann ein Bounty. Jawohl. Danke schön. Vielen Dank. Guten Morgen, liebe Freunde. Ich habe jetzt gerade von der Rezeptionistin so ein Bounty hier gekriegt und werde mich jetzt auf den Weg begeben zum Event von Kneipp. Ich bin gespannt auf die ganzen Neuheiten. Ich bin gespannt auf das leckere Essen, auf die Leute, die dort sein werden. Und freue mich auch schon sehr, das Team wiederzusehen, weil ich vor einem Jahr ungefähr, vielleicht hast du ihn auch im TV gesehen, für Kneipp einen Werbespot gemacht habe. Das war richtig cool. Ich kann dir hier nochmal eine Szene einblenden von dort. Und ja, jetzt ist sozusagen Reunion. Ich werde das jetzt mampfen und dann geht's los. Just so we're clear, I'm through. Well, you can make me regret it, but I don't think that you will. And just so we're clear, this one's for you. Well, I don't have a buck you can borrow just till tomorrow. No, I don't wanna hear about your pain. Sure, you're out of luck, feeling hollow. Just need a dollar, and every damn day is the same. Sure, I know it's hard being you, in, out, and through. But honestly, tell it to the birds. You can make a case for the record, but no one's gonna check it. No matter what you say, it's absurd. So don't shed your tears. They're not welcome here. And just so we're clear, I'm through. But you can make me regret it, but I don't think that you will. And just so we're clear, this one's. Wir machen heute unser eigenes Salzölpeeling. Das heißt, wir nehmen unser Urmeer-Badesalz, mörsern das. Das heißt, wir machen es ein bisschen feiner, dass es nicht ganz so grob ist. Und dann sucht ihr euch ein Haut- oder ein Massageöl aus. Das gebt ihr oben drauf, entweder nach Duft oder was auch immer ihr halt wollt. Sucht ihr euch aus und dann mischen wir das. Und voilà, ist es fertig, euer Salzölpeeling. Nostalgische Erinnerungen, wenn ich diese Badewanne sehe und dann diese Lichter, wie wir es gedreht haben. Aber Sven macht jetzt mit uns zum Spaß ein Model-Shooting 2.0. Well, you can make me regret it, but I don't think that you will. And just so we're clear, this one's for you. Ich bin jetzt schon beim Auto und ja, jetzt geht's wieder zum Flughafen und heim. Es war so schön hier. Ich kann irgendwie gar nicht glauben, dass ich in ein paar Stunden schon wieder zu Hause auf der Couch sitze. Aber freue mich auch schon wieder sehr auf die Kätzchen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach morgen wieder. Ich habe jetzt erstmal 3 Stunden Fahrt vor mir. Guten Morgen. Ja, süß. Ich bin gerade dabei, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Es ist schon ein bisschen das Chaos beseitigt. Beziehungsweise ich habe es einfach darüber verfrachtet, aber es weiß niemand. Und ich bin heute eine richtige Rebellin. Ich höre die Sonntags-Chillout-Playlist auf Spotify an einem Samstag. Und nebenbei bin ich schon so ein bisschen am Arbeiten. Ja, und ich schreibe gerade so ein paar Dankeskärtchen, die wir jeder Bestellung immer beilegen. Ich habe noch einige vor mir. Muss ich dann noch welche holen? Ja, so sieht es aus. Musik.
Ich sitze jetzt schon im Auto, habe mich jetzt ein bisschen mir ein Gesicht aufgemalt und bin jetzt auf dem Weg in den Starbucks, weil heute Anna-Laura Kummer, Michi Buchinger, Veni Craft, Michelle Danzinger und ich ein kleines Zuschauertreffen machen. Moment, es ist grün. Und das Ganze ist so eine Charity-Aktion, wenn man uns überlegt, wir sammeln da für Flüchtlinge Spenden, also freiwillige Spenden, und kriegen dafür von dem Starbucks, wo wir sind, auch gratis Getränke. Also ich freue mich wirklich schon sehr auf gleich. Ich bin komplett überwältigt mal wieder. Das Treffen war so cool. Also danke nochmal an jede, die da war. Es war so eine nette Runde. Echt, wir haben über Gott und die Welt gequatscht. So viele nette Mädels. Also wirklich, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du gerade mein Video schaust. Und jetzt bin ich schon wieder beim Sender. Ich habe jetzt Sendung, es läuft schon alles. Deshalb muss ich auch schon wieder Schluss machen, weil es geht los. Und ich freue mich drauf. Ich war schon länger nicht mehr im Studio. Also wird es spannend, wie ich das heute meistere. Tschüsschen, bis bald. Mit der meisten Musik von Taylor Swift. Und bleib dran. 3 Stunden lang legen David Guetta and Friends hier auf Krone Hit auf. Das nennt man Ramp, was ich gerade gemacht habe, die Moderation. Da sprichst du auf den Anfang vom Lied drauf und dann fängt sie zu singen an. Ich hoffe, dir hat dieser Vlog gefallen. Wenn ja, lass mir doch gerne einen Daumen hoch oben da, damit ich weiß, ob ich das öfter drehen soll. Und kommentier doch mal, was dein Highlight im Vlog war. Ich freue mich, von dir zu lesen. Hier verlinke ich dir noch mein letztes Sportvideo. Bis dann!